Tschüss. Wunderbar. Haben wir die Lötlampe gefunden? Wo ist sie denn? Leuchtfackel, Elektroschocker, Medikit, Molotow. Achso, das ist ja ein Dings. Das ist ja ein Werkzeug für Türen und so. Cool, geil. Das war das also gewesen, was wir hier finden müssen, um rauszukommen. Wenn ich jetzt wüsste, wo er ist. Hallo? Android? Ah, wie gut, dass seine Wege bis dahin gehen. Und dass er nicht... Oh nein, 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 nein. Bleib da, bleib da. Gott sei Dank, der haut ab. Der Scheißer. Hau bloß ab. Was muss ich denn... Ja, natürlich. Jetzt haben wir nicht, ich muss das Ganze... Ach du Scheiße. Der kommt doch gleich. Das ist ja auch nicht auffällig, dass ich hier eine Tür offen schneide für mich. Nein. N-n. Ich sehe es schon kommen. Der kommt gleich. Boah, mach. Beeil dich. Beeil dich. Beeil dich. Beeil dich doch. Boah, sieht das geil aus. Das war auch nicht laut, auf keinen Fall. Oh. Oh. Ripley, hier spricht Bates. Der Transit ist hier. Wir warten auf Sie. Steigen Sie ein. Ich hatte ein paar Probleme und es wird etwas länger dauern. Genau, es wird ein bisschen länger dauern. Taylor nicht. Ich nehme die nächste Gondel. Ihre Entscheidung. Warum? Ich will lieber... Hallo? Bist du verrückt, Mädchen? Ich will lieber zu zweit bleiben als zu dritt. Allein ist doch scheiße. Warum kommen die immer auf die tollsten Ideen? Oh, ein Abspielband. Sinclair hier. Wir brauchen Vorräte. Nehmt, was ihr kriegen könnt, von allen, die euch in die Quere kommen. Ich habe im Wohnbereich eine Ecke gefunden, in der wir uns verschanzen und auf Hilfe warten können. Ich habe Leute beordert, die Lüftungsschächte zuzulöten und die Fahrstühle auszuschalten. Der Plan ist es, hier alles wasserdicht zu machen. Wir haben keinen Platz für mehr Leute im Zufluchtsort, aber wir können Raum für Nahrung, Medikamente, Wasser und Waffen schaffen. Wenn wir alle hier Leben durchbringen wollen, können wir uns kein Mitleid erlauben. Oh mein Gott. Ich nehme die nächste Gondel. Ob das so eine gute Idee war, die nächste Gondel zu nehmen. Aber können wir jetzt irgendwo hier vielleicht... Diese Lötlampe benutzen? Alleine mit dem Alien in der Bahn. Das wäre toll. Ripley, wir haben vor dem Aufbruch Stimmen gehört. Passen Sie auf sich auf. Love. Love, Andra. Mir geht's ganz gut. Ich hoffe, dir auch. Ja, es ist allgemein gruselig, diese Atmosphäre, dieses Alleine-Sein, dieses und nicht zu wissen, was als nächstes kommt. Das fängt das Spiel schon gut ein. Ich werde aber den Transit noch nicht rufen. Ich werde mich da hinten nochmal umsehen. Um zu gucken, ob... Wow, 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 was? Ach du Scheiße. War das so eine gute Idee? War das so eine gute Idee? Och, da stehen zwei. Fuck. War da nicht noch eine Treppe? Ja, scheiße, die ist zu. Supi. Sascha Stojanovi, ja, ich grüße dich. Speichern? Ah ja, gut, ey, das... Oh, Gutox, vielen, vielen Dank. Speichern. Oh, wo war denn nochmal der Speicherpunkt? Ach da. Danke für den Tipp. Hätte ich jetzt ganz vergessen. Ich vergesse das immer. Weil am meisten Spielen ist es ja immer automatisch. Aber hier muss ich ja selber speichern. Ich meine, finde ich ganz cool, aber manchmal vergisst man halt, oder?
Du hast die Lötlampe doch schon benutzt. Ja, es gibt aber Türen, die man trotzdem aufmachen kann, die man liegen gelassen hat. Es sind einige Räume hier in der Station, die man schon gesehen hat am Anfang, da kann man aber noch nicht rein. Ich hab so ein Spielegrotte, Hartox. Oh fuck. Wenn ich den doch einen über die rüber haue, dann hören die mich doch, oder? Reißt euch zusammen, okay? Scheiße. 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 Aua, 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 aua. Fuck. Fuck, 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 fuck. Ach, ich muss doch den Elektroschocker nachladen. Das muss doch mal einer sagen. So, jetzt gibt's hier Revolver-Action. Achtung, ich komme. Mein Name ist John Wayne. Oh. Fuck! Scheiße! Kacke! Mann! Scheiße! Gut, dass wir gespeichert haben. Ja, sonst hätten wir nämlich alles von vorne spielen müssen. Wenn mal ein Schlückchen mir einschütten zu trinken. Also werden wir die einfach... Also man kann die, glaube ich, nicht leise erledigen. Finde ich leider schade. Man hat es ja gemerkt, dass die... sofort wach wurden, die Typen. War das jetzt hier schon? Nee, Quatsch. Da hinten war das, ne? Genau. Okay, das ist bedeutend interessanter als alle anderen Streams. Vielen, vielen Dank, wie gesagt. Let's Play Live Show normalerweise immer freitags und samstags, also dieser Stream, um 20 Uhr. Aber heute Ausnahme am Sonntag, weil es halt Alien ist. Warum? Oh, scheiße, ich muss nachladen. Nein! Komm mal hier, was ich hier für euch habe. Komm mal hier, kommt her. Komm mal hier. Hey! So, schauen wir mal, wo haben wir denn Medikit da? Medikit, oh, nehmen, nehmen. Und Revolver auswählen und nachladen den Revolver, bitte. Wie nur eine? Man muss jede einzelne Kugel nachladen? Wie dumm ist das denn? Ach, man muss gedrückt halten für jede einzelne Kugel. Das ist natürlich auch cool. Das muss erstmal einer sagen. Na, sind sie alle gestorben? Okay, man merkt, das ist kein Shooter. Ah, super. Klasse. Uah, der lebt ja auch noch. Fuck. Fuck. Ja, da steht mein YouTube-Channel, falls ihr mich mal besuchen möchtet. Fuck. Ja, jetzt stelle ich mir vor, ich hätte nicht gespeichert. Gut, dass du mich daran erinnert hast, Gotox. Vielen, vielen Dank. Okay, dann werden wir das Ganze nochmal... ein wenig anders angehen und werden... Wir haben doch einen Molotow-Cocktail, ne? Medikit werde ich mal nehmen. Werde die Batterie auch nachladen. So, den Elektroschocker werde ich auch nachladen. Ich wusste gar nicht, dass man den auch nachladen muss. So, jetzt sind wir gut ausgerüstet. Das ist ein normaler Schwierigkeitsgrad, den ich gewählt habe. Lafayette, erstmal eine Shisha rauchen, das ist wie ein Film hier. Ja, wie gesagt, Let's Play Live Show, vielen, vielen Dank, dass ihr alle da seid. Normalerweise immer freitags und samstags ab 20 Uhr. Aber heute... Sonderstream. Und mein YouTube-Channel Reflex GER. Ich kann ja mal einen Geräuschmacher schmeißen. Vielleicht bringt das ja was. Wow, 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 wow. Boah, wie viel die aushalten. Gibt's doch nicht.
Ja, ich muss nicht an den vorbei, aber ich möchte gerne. Ich muss nicht an den vorbei. Aber ich möchte gerne, weil ich doch eine Vermutung habe, dass da oben Türen sind, die wir, wie ich gestern hier war, verschlossen sind, die wir noch nicht öffnen konnten. Okay, mit dem Geräuschmacher hat es nicht so pro. Molotow-Cocktail? Ja, sie brennen! Brennt ihr Schm. Oh, scheiße, 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 scheiße! Fuck, 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 fuck! Fuck, 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 fuck! Fuck, fuck, fuck! Scheiße, ich muss nachladen, ich muss nachladen, ich muss nachladen! Fuck! Man merkt wirklich, dass es kein Shooter ist, es ist echt so ein Survival. Boah, wie viel die aushalten, ist ja der Wahnsinn. So, drei Schüsse haben wir noch. Da ist aber noch einer am Leben, das weiß ich. Boah, Gott sei Dank. Boah. Puh. Ja, die schießen sehr, sehr gut, ja. Das ist normaler Schwierigkeitsgrad. So. Und wie gesagt, es ist ja kein Shooter, es ist ja ein Horror-Survival-Action-Adventure, nenne ich das Ganze mal. Hier liegt noch was. Okay. Wir haben auf jeden Fall einen Molotow verbraucht. Ja, mal gucken, was wir noch basteln können. Können wir irgendwas bauen? MP-Molotow können wir nicht bauen, da fehlt uns noch ein Element. Okay. Sind die eigentlich alle böse oder ist das nur wegen der Waffe? Das habe ich nämlich vorhin nicht so mitbekommen. Nee, die sind, also es sind schon einige hier, die sind böse, einige sind gut. Und dann gibt es da natürlich noch die Androiden. Da sind auch einige gut von, einige sind böse. Also es ist total unterschiedlich. So, volle Munition wieder. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich hoffe, dass ich jetzt hier mit meiner Ahnung recht hatte, dass hier oben eine Tür ist, wo wir nicht reinkamen, wo wir jetzt vielleicht reinkommen. Ich werde mir nochmal ein Medikit nehmen. Nur zur Sicherheit. Evil Within wird auch mega. Stimmt, hier sind wir rausgekommen, genau. Und dann habe ich hier geguckt, hier kamen wir nicht durch, weil uns hier die Verbesserung für den Plasmaschneider brauchen wir. Shit, also bin ich umsonst hier lang gelaufen, ja? Das Bauen erinnert an The Last of Us. Ja, ein wenig. Okay, hier ist glaube ich nichts mehr, ne, oder? Was haben wir hier? Gerät nicht zugänglich. Da ist ein Fahrstuhl. Da kommen wir wieder in diese eine Art Station. Finde ich gut, dass man da auch wieder zurück kann. Dass man in einigen Wegen wieder zurücklaufen kann, um da ein paar Türen noch zu öffnen. Okay, wir werden aber jetzt mit der Straßenbahn, wollte ich schon sagen, mit der Transit fahren. Ich sollte auf jeden Fall nochmal vorher speichern. Ich weiß gar nicht, ob ich speichere, sondern ob ich mich einfach erledige. Weil im Prinzip haben wir zu viel verbraucht, weil oben war im Prinzip eigentlich gar nichts gewesen. Aber wie erledige ich mich jetzt eigentlich? Gar nicht. Scheiße. Fuck. Ich werde mich einfach gleich töten lassen, ganz einfach. Und dann fahren wir einfach mit der Bahn hier und fertig. Kommt das Alien oft? Es kommt nicht zu oft, es kommt aber auch nicht zu wenig. Es kommt genau richtig, sagen wir mal so. Hallo? Warum kommt jetzt so eine komische. Ist das jetzt überhaupt die richtige Bahn, die wir wählen? Weil da hinten ist auch grün. Boah, macht die Tür auf. Mach einfach die Tür auf. Ja. Es kommt nicht, es erscheint. Genau.
So. Was gibt's sonst für Gegner? Ja, Menschen, Androiden gibt's, ne? Das Alien. Ansonsten wüsste ich jetzt aber aus dem Kopf auch gar nicht, was es noch für neue Gegner gibt. Ich habe auch noch keinen neuen Gegnertypen bisher getroffen. Ja, schauen wir mal, was uns da noch erwartet. Was bitte nennt mich jetzt nur noch Kommt 69? So. Bitte nicht spoilern, ja? Ich wiederhole es immer wieder, bitte nicht spoilern. Och, hier ist schön. Erinnert mich auch ein bisschen an Bioshock. Ein wenig. So mit diesen Bildchen und so. Na, definitiv. So, wo müssen wir denn... Wo müssen wir denn hin? Wir müssen da lang. Werde ich mich hier noch ein wenig umsehen? Ja, werde ich tun. So, denn... Da ist auch noch ein Terminal, womit wir fahren können. Ach, wisst ihr was? Wir speichern einfach hier. Ist egal. Überschreibe ich das einfach. Hallo Spike, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Heute an diesem schönen Sonntag. Ripley, normalerweise immer freitags und samstags ab 20 Uhr. Es ist nicht zu verfehlen. Kein Empfangskomitee? Kommen Sie einfach hoch. Wait, Ende. Wie gesagt, sonst immer freitags und samstags ab 20 Uhr Let's Play Live Show. Heute Sonderstream wegen Alien. Ich hab's ja gestern schon angefangen. Und, ja, YouTube-Channel Reflex GER. Falls ihr mich da mal besuchen möchtet, ist mein YouTube-Channel Reflex GER. Fuck the Marshals. Ich glaube, das ist der richtige Weg, ne? Kann das sein? Ja. Ich werde aber mich nochmal hier umsehen. Das sieht so toll aus. Ich kann mich gar nicht satt sehen. Entschuldigung, dass ich es immer wieder erwähnen muss, aber es ist einfach so. Okay. Hallo? Da ist eine Kiste. Kiste. Kali Kiste ist mein bester Freund. Lalala. So. Ich glaube, hier ist sonst auch nichts, ne? Doch, da geht's noch runter. Und da geht's. Das ist ein Rolltor. Keep out. Oh, da ist rot. Moulin Rouge. Ja, jetzt auf jeden Fall. Jetzt so mit dem Roten auch Dead Space. Das ist die Uhr, die wir übrigens umhaben. Ich hatte mich die ganze Zeit immer gefragt, ob man das mal sieht. A New Dawn of Precision's Digital Watchers. Okay. Zamani E125. Day, Date, Month. Mhm. Schicke Uhr. So, hier war was, glaube ich, in der Ecke am Liegen, ne? Da, eine Kiste. Sehr schön. Inventar voll. Wieso, können wir denn was bauen? Ja, da fehlt uns für die MP... Fehlt uns noch was? Ah, wir können ein Medikit bauen. Sehr schön. Aber wir haben ja keins mehr. Können wir noch eins bauen? Nein. Okay. Das mit dem Elektroschocker nachladen, das hätte auch mal einer sagen können. Dass man den nachladen muss. Dann hätte das nämlich vorhin auch mit dem Androiden gut geklappt. So. Weiter geht's. Danke, wünsche ich dir auch. Viel Spaß beim Alien-Killen. So. Ach ja. Dann schauen wir mal. Sicher. Wade hat einen Plan. Einen Plan? Wirklich? Seine verdammten Pläne haben uns bisher nicht besonders geholfen. Vielleicht sind wir hier sicher. Zumindest vorübergehend. Gehören die zu uns oder gehören die nicht zu uns? Dass es kälter
Ich weiß es nicht, ob die zu uns gehören. Ich will es auch, glaube ich, erstmal nicht rausfinden. Ich möchte, glaube ich, erstmal woanders lang gehen. Aber ich glaube, wir müssen da lang. Ich glaube, ja. Oder? Hallo, seid ihr friedlich? Ja. Waren Sie das? Haben Sie den Transit zum Laufen gebracht? Gute ja. Arbeit. Habe ich. Hallo? Wer ist er denn? Den kenne ich ja noch gar nicht. Okay. Dann schauen wir mal. Wie geht's Taylor? In stabilem Zustand. Sie ist bald wieder auf den Beinen. Samuels ist gerade bei ihr. Okay. Mhm. Sie haben den Transit in Gang gebracht, Schätze. Wir sind quitt. Wo steckt Ricardo? Bereitet unsere nächsten Schritte vor. Hören Sie, ich bin beschäftigt. Marlow sitzt hinter Gittern. Der Abschaum, der mit ihrem Flugschreiber rumgelaufen ist. Wo ist Marlows Schiff? Die Anisidora? Die hat er in Parkbahn um den Gasriesen gebracht. Der Scheißkerl will uns nicht die Betriebscodes geben, um sie per Autopilot hierher zu bringen. Vielleicht können Sie mehr aus diesem Idioten rauskriegen. Sprechen Sie mit ihm. Sprechen Sie mit Marlow. Ja, das DLC mit Ripley. Momentan gehen ja die Codes in der Edition. Das wird ja wahrscheinlich erst ab Dienstag funktionieren. Bin auch mal gespannt, wo man Alien Ripley dann spielt. Oh, wer ist er denn? Ich bin ein Catcher. So. Ach, hier ist Marlow. Ach, das ist Marlow? Marlow? Wer fragt? Ich bin Ripley. Die Firma hat mich geschickt. Schon für den Flugschreiber hier? Ihr seid ganz schön eifrig, das kann ich nicht abstreiten. Ich bin aus privaten Gründen hier. Meine Mutter war auf der Nostromo, als sie vor 15 Jahren verschwand. Tatsächlich? Verdammt. Also, scheiße. Wir haben ihr Schiff nie gefunden, Ripley. Nur den Flugschreiber. Aber sie haben ganz klar was anderes gefunden. Was ist da draußen passiert? Ich muss hier raus, Ripley. Vielleicht können wir einen Tausch machen. Legen Sie einfach los. Ich will alles wissen. Vielleicht können wir einen Tausch machen. Ja, dann schauen wir doch mal. Bleiben Sie in Bewegung, jedoch langsam und vorsichtig. Das ist ein guter Tipp. Sparen Sie Munition. Man kann nie wissen, wann man sie braucht. Ja, wir haben ein bisschen verbraten gerade alles. Ein bisschen verballert. Und somit, aber gut, mein Gott, wir werden wahrscheinlich noch ein paar Sachen finden. Ich habe auch gar nicht gerade wieder dieses Gefühl, wo wir in der Story gerade sind. Sind wir mittendrin? Sind wir kurz vor Ende? Jack, können Sie mich hören, Luis? Was? 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 Machen wir langsam. Ich will das Signal in einem Stück erreichen. Wenn Sie ein Stück wollen, Foster, hab ich hier was für Sie. Ich hab leider keine Lupe dabei. Hey. Was? Was? Okay, genug jetzt. Konzentrieren Sie sich auf die Mission. Ich will keine Fehler erleben. Immer diese Fragen, wo ich es her habe. Ich habe es von Spielegrotte. Immer noch mein Lieblings... Spielehersteller oder Spielelieferant. Alter! Scannen Sie mit dem Ortungsgerät rechts 1. Oh, ein Geigerzähler! Boah, wie cool ist das denn gemacht? Alter! Wie geil ist das denn? Boah, ist das cool. Ich bin gerade total sprachlos. Schreck mich doch nicht so. Ende. Jetzt hole ich mir ein Spiel morgen auch.
dachte, wolltest du nicht holen. Boah, diese Atmosphäre, das ist so der Hammer. Wie cool das eingefangen ist. Warum ist gerade hier alles so hell? Ach so. Wahnsinn. Noch nie so ein gutes Raumschiffspiel gesehen. Hier drüben wird das Signal stärker. Oder Weltraumspiel. Ich weiß nicht mehr als Sie. Außerdem dachte ich, Ihnen macht diese Arbeit Spaß. Ich kümmere mich um das, was direkt vor mir liegt. Mein Gott, ist das geil. Ohne Spaß. Ich halte jetzt einfach mal meine Schnauze und wir genießen einfach mal diese Szene. Ich werde mich mal nach Schwachpunkten umsehen. Warten Sie hier. Da komme ich nicht hoch. Hey, ist hier drüben. Helfen Sie mir hoch. Ich glaube nicht, dass wir hier lang müssen, oder? Oder? Nein. Ich verstehe gerade noch nicht. Ah, okay. Hier ist ein Durchgang. Ich sehe ihn mir mal an. Wenn die nicht zurückkommen, dann warten sie eben länger. Wo? Oh. Ja, alles klar. War ganz schön knapp. Ich glaube nicht, dass ich den gleichen Weg zurücknehmen kann. Oh mein Gott, ist das gut gemacht.